Willi, der Zauberer. Willi mag Fußball sehr. Aber er hat ein Problem. Willi hat keine Fußballschuhe. Er hat kein Geld, um sich Schuhe zu kaufen. Willi geht jede Woche an das Training. Aber ohne Schuhe ist er nicht so gut. Er rennt und verfolgt und bietet sich an. Doch die anderen spielen ihm den Ball nie zu. Und sie wählen ihn auch nie in das Team. Eines Nachts geht Willi nach Hause. Er kommt an der alten Konditorei vorbei. Er sieht jemanden Fußball spielen. Die unbekannte Person hat eine alte Fußballuniform an. So eine hatte Willis Papa. Und der Unbekannte spielt sehr gut Fußball. Willi schaut ihm eine Weile zu. Der Ball kommt zu Willi. Willi spielt den Ball zurück. Leise spielen sie den Ball hin und her. Dann macht der Unbekannte etwas Unerwartetes. Er zieht seine Schuhe aus und schenkt sie Willi. Er sagt kein Wort. Willi schaut die Schuhe an. Als er aufschaut, ist der Unbekannte weg. Willi passt auf, dass er nicht auf die Linien steht. Er geht nach Hause und nimmt die Schuhe mit. Er putzt die Schuhe und poliert sie, dass sie wie neu aussehen. Danach geht er langsam die Treppe nach oben. Er zählt jede Stufe. 1, 2, 3. Es sind 16. Er wäscht sich sehr gut die Hände und das Gesicht. Er putzt exakt 4 Minuten die Zähne. Dann zieht er das Pyjama-Oberteil an, die Hosen. Er geht auf die Toilette und springt auf das Bett. Das macht er jeden Abend so. Und jeden Morgen macht er das Gleiche rückwärts. Willi ist stolz auf seine Schuhe. Aber die anderen Spieler sind nicht besonders beeindruckt, bis sie Willi spielen sehen. Mit den alten Fußballschuhen spielt Willi fantastisch. Der Kapitän wählt Willi in das Team. Hier steht sein Name, Willi. Er kann es nicht glauben. Am Samstag kann er im Fußballspiel im Team mitspielen. Willi ist so glücklich, er rennt nach Hause und passt auf, dass er nicht auf die Linien steht. Willi zieht jeden Tag seine Schuhe an. Er übt zu schießen, er übt den Gegner auszutricksen, er übt Pässe und Kopfbälle. Und jedes Mal wird Willi ein bisschen besser.
Willi ist sich sicher, dass seine Schuhe magische Schuhe sind. Jeden Abend geht Willi zur alten Konditorei. Er möchte den Unbekannten wiedersehen. Aber der Unbekannte ist nie da. Morgen ist das Fußballspiel. Willi macht am Abend vorher seine Routine wie immer. Er geht langsam die Treppe hoch. Er zählt die Stufen, es sind 16. Er wäscht sich sehr gut die Hände und das Gesicht. Er putzt sich die Zähne exakt 4 Minuten. Er zieht sein Pyjama-Oberteil und die Hosen an, geht auf die Toilette und springt auf das Bett. Aber Willi ist so aufgeregt, er kann lange nicht einschlafen. Und in der Nacht träumt er sehr schlecht. Am Morgen wacht Willi auf. Es ist 21:45. In 15 Minuten beginnt das Fußballspiel. Willi springt aus dem Bett. Er zieht sich schnell an, rennt die Treppe nach unten und fliegt fast aus der Türe. Willi rennt den ganzen Weg bis zum Fußballplatz. Die anderen Spieler haben schon die Uniform angezogen. Schnell zieht Willi auch die rote Uniform an. Und dann merkt er, meine magischen Fußballschuhe, ich habe sie vergessen. Jemand gibt ihm andere Fußballschuhe. Nein, nein, meine Fußballschuhe sind... Willi möchte reklamieren. Doch die Mannschaft geht schon auf das Spielfeld. Die Leute lachen, als sie den kleinen Willi sehen. Willi lächelt, aber innen drin ist er wütend. Das Spiel beginnt, das Spiel ist schnell. Die Gegner, die Blauen, sind sehr gut. Und schon bald schießen sie ein Tor. 0:1 für die Gegner. Jetzt kriegt Willi den Ball. Er hat keine Zeit zum Studieren. Er rennt los mit dem Ball. Und Willi ist ein Zauberer. Es scheint, als wäre der Ball mit einem unsichtbaren Faden mit den Füßen von Willi verbunden. Er trickst einen Gegner aus, zwei, drei, dann macht er einen perfekten Pass und Tor! Es steht 1:1. Es scheint, als könnte Willi keine Fehler machen. Schon wieder kriegt er den Ball. Er trickst einen, zwei, drei, vier Gegner aus. Jetzt steht er alleine vor dem Tor. Kann Willi ein Tor schießen? Ja, er kann es! Tor! 2:1! Das Team von Willi gewinnt und die Leute rufen, Willi der Zauberer! Willi der Zauberer! Willi der Zauberer. Viel später geht Willi nach Hause. Er denkt an die Fußballschuhe vom Unbekannten und lächelt.